Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer Sonderfolge Simotrans mit dem Pack 192 Comic. Der Nico hat mich darum gebeten, euch noch einmal zu zeigen, was denn alles Neues in diesem Packset. Und das will ich jetzt heute mal an der Stelle tun. Und dazu baue ich jetzt erstmal alles an Infrastruktur auf, was man bräuchte, um aus den Depots die nötigen Fahrzeuge rauszuholen, die wir dafür brauchen. Und dann kann ich euch das alles mal ganz in Ruhe zeigen. Dazu baue ich jetzt erstmal die ganzen Depots hier natürlich einmal auf. Haben wir hier Oberleitung. Wir haben ganz viele neue Bahnhöfe hier überall. Die will ich jetzt aber nicht alle zeigen. Ich will jetzt in erster Linie nur mal eine Fahrzeugübersicht geben, weil das ja das der wichtigste Teil für die meisten von euch ist. Ich habe natürlich jetzt ein Spiel erstellt, an dem ich die Epochen auch ausgemacht habe. So, dann bauen wir hier einmal ein Schiffsdepot. Dann haben wir hier einen Flughafen. Dort gehe ich mal hier auf den Runway. Nee, nicht auf dem Runway. Ich muss hier diese Seitendinger nehmen. Da brauchen wir dann auch ein Depot. Dann haben wir die Schwebebahn. Da gibt es bis jetzt nur die Gleise. Also da gibt es noch keine Fahrzeuge und kein Depot für. Deswegen kann man die noch nicht nutzen. Dann haben wir hier den Maglev. Also die Magnetschwebebahn. Was da passiert ist, das müssen wir uns jetzt auch mal in Ruhe angucken. Ansonsten haben wir hier noch ganz, ganz viele Bahnhofserweiterungen. Die werdet ihr euch aber selber morgen angucken können. Wir fangen mal mit den Straßenfahrzeugen an und gucken dort mal rein, was wir dort alles haben. Ich mache das Fenster mal schön groß. Wir haben hier eine ordentliche neue Auswahl an verschiedenen Omnibussen. Haben auch noch ein bisschen altes Zeug mit drinne, aber das wird auch nach und nach nochmal ausgetauscht werden. Haben wir hier Citaros, haben wir hier dann die 405, eine 305 müsste auch noch mit drinne sein irgendwo. Meine ich zumindest, dass wir die schon mal drinne hatten. Aber die finde ich jetzt nicht unbedingt. Dann haben wir hier Trolleybusse. Die sind hier momentan noch so als Straßenbahn, die man auch auf der Straße fahren lassen kann. Ich kann jetzt aber mal gucken. Ich dachte eigentlich, dass es Obus, also dass da andere Grafiken schon mit drin gewesen wären. Aber die nutzen wir eh nicht. Also zumindest nicht sinnvoll. Habe ich dort eine Gleise überhaupt reingelegt? Es gibt hier nämlich auch Gleise dafür. Vielleicht muss ich hier nochmal draufklicken. Nee. Okay, dann haben wir hier LKWs, ganz viele verschiedene. Da sind auch einige neue dazugekommen, für alle Frachtarten natürlich. Dann haben wir hier eigentlich die Polizeiautos mit drin. Achso, ich habe hier unten nur die benötigten drin. Muss ich mal alle anmachen. Also, wie gesagt, da sind die Trolleybusse. Dann haben wir hier so eine Sache wie zum Beispiel das Polizeiauto. Dann hier sehr makaber, ein Leichenfahrzeug brauchen wir. In dem Packset inzwischen. Ein Krankenwagen gibt es hier auch. Der wird auch für eine Industrie benötigt. Da könnt ihr euch aber überraschen lassen. Ich will ja nicht zu viel vorgreifen. Dann haben wir hier Kühlwagen, Tankwagen, Schüttgut. Also da seid ihr ordentlich versorgt. Da könnt ihr erstmal ordentlich mit arbeiten. Dann gehen wir jetzt mal ins Straßenbahndepot. Gucken uns das mal an. So, hier ganz viele verschiedene Straßenbahnen. Stadtbahnwagen Östra haben wir hier. Dann die KV 4500. Wir haben noch kein K5000, das sind die Kölner Fahrzeuge. Also da auch die Auswahl groß genug. Dann gehen wir in die Eisenbahngeschichte. Dort haben wir natürlich ganz viele Fahrzeuge, die wir aus den Vorversionen kennen. Da hat sich halt auch nicht viel getan. Also ist viel aufgearbeitet worden. Sehen wir hier aber alte N-Wagen, Doppelstockwagen, die ÖBB-Doppelstockwagen. Dann haben wir hier die IC2000 aus der Schweiz. Also da habt ihr auch eine riesengroße Auswahl. Da könnt ihr sogar ideal ab 1930 schon gut mitspielen. Dann haben wir hier ganz viele Elektrotraktionen. Ich mache mal jetzt alle Anzeigen aus, damit wir die ganzen Zwischenwagen nicht haben, die es dazu gibt. Ihr seht ja, das ist eine Menge Zwischenwagen. Und dann gucken wir uns das einfach mal an, so einen kurzen Überblick. Dann haben wir hier die, die fahren ja bei uns nicht, die Doppelstocktriebwagen. Die haben wir hier. Dann haben wir hier oben die... Das Paradepferd der ÖBB, die 4010 Metropolitan-Lokomotive, das ist eine Trax, eine 145, glaube ich. Dann hier der Taurus für den Railjet, aber wir haben wir auch so einen Taurus mit drinne. Haben wir nicht. Da müssen wir nachher mal in den Lokomotiven gucken. Da haben wir verschiedene U-Bahnen, Berliner U-Bahn sind da, die Hamburger U-Bahn sind da. Hier die DT3, DT2, alles da. Dann haben wir hier Loks, ganz viele... Hier unten geht's los, das ist die 145, sollte es zumindest sein, die 146 sollte es zumindest sein, wenn das für die IC-Doppelstockwagen ist. Aber wohl eher nicht.
Okay, Frau gibt mir gerade eine Info. So, dann haben wir hier eine 103, natürlich Paradepferd von der Deutschen Bahn. Dann hier eine 120, der Nachfolger von der 103, der die ICEs übernommen hat. Also da habt ihr ganz, ganz viel Auswahl. Ist auch die ein oder andere Dampflok hier oben neu dazugekommen, damit die ganzen Bereiche zwischen 1930, wo der Adler kam, die Rockets oder die Saxonia danach, da sind dann hier noch ein paar Züge dazwischen gekommen. Also da könnt ihr euch austoben. Dann haben wir hier ganz viele Waggons. Da muss ich mir jetzt mal alle Anzeigen anmachen. Und nur die benötigten mache ich mal aus. Haben wir hier zum Beispiel auch den Eurofirma-Wagen für Strafgefangene durch die Gegend zu transportieren. Also ihr seht, da hat sich ganz, ganz viel getan hier. Dann gehen wir jetzt als erstes mal auf den Maglev. Da hat sich nicht viel getan. Dort sind immer noch die zwei Maglevs mit drin. Aber es funktioniert zumindest schon mal. Jetzt müssen wir nur Stationen dort drin haben. Da müssen wir jetzt gerade nochmal nachschauen, ob dort eine Station mit drin ist. Jo, haben wir. Also ihr könnt jetzt auch Magnetschwebebahnen nutzen. Dann Schiffe. Da hat sich nicht viel getan. Da gibt es jetzt die zwei Containerschiffe. Ich weiß nicht, ob die in der vorigen Version auch schon da waren. Und dieses Flussschiff. Aber da kann man dann auch schon das Nötigste zumindest schon mal übers Wasser transportieren. Dann Flugzeuge, da hat sich ganz, ganz viel getan. Und ihr seht ja, das sind alles gemalt von A350-1000. Ganz, ganz viele Flugzeuge gibt es jetzt. Ich muss das Fenster, so groß geht das Fenster gar nicht. Wie es hier Flugzeuge gibt. Also ich kann ja immer noch runterscrollen, ihr seht es selber. Also da geht gar nichts. Wir haben hier A380, wir haben hier alles dabei. Also da könnt ihr euch richtig austoben jetzt mit Flugzeugen. Und zu guter Letzt gehen wir nochmal in die Schmalspurabteilung. Da haben wir auch ganz viel Zeug, alles von Framebrave gemalt. Der hat sich da wochenlang wohl dran abgemüht. Ganz viel Elektrotraktion haben wir hier. Also auch dort hat sich ganz viel getan. Könnt ihr gespannt sein. Hier sind Schmalspur-Gefangenenwagen. Nur die Melodik machen wir aus. Da sind nochmal hier ein paar Waggons. Also auch da könnt ihr jetzt schon mal ordentlich viel mitmachen. Der Zeppelin, den habe ich gesehen, der ist gar nicht mehr mit drin, oder sehe ich den nicht mehr? Ja, der Zeppelin ist nicht mehr mit drin. Okay, dann können wir hier oben nochmal so ein bisschen in die Gebäude reingucken. Also wir haben hier ganz viele Bahnhöfe, Busstationen dazu bekommen. Muss ich mal gucken, ob die hier immer noch die alte ist oder ob die überplant worden ist. Der ist immer noch das alte Ding, aber das macht ja nächstes Jahr wieder Sachen, die werden halt auch noch irgendwann mal gemacht. So, die Gleise sind nochmal überarbeitet worden. Einen 330er Tunnel haben wir noch nicht, aber wir haben hier ETS-Haltsignale zum Beispiel. Das ist eine sehr schöne Funktion. Haben wir Lichtsperrsignale? Check private. Ne, Lichtsperrsignal würde ich nämlich noch gerne für den Bahnhof haben. Mindestgeschwindigkeitssignale, die gibt es ja auch nur hier. SBB-Signale sind sogar mit dabei jetzt. Sehr schön. Dann haben wir hier Schmalspurbahn, haben wir auch ganz viele Signale. Auch Geschwindigkeitssignale, die sind von Framebrave, da hat sich das ausgedacht. Dann bei Schiffen, ja, haben wir hier so ein paar Anleger dazu bekommen. Flughafen, da haben wir hier Terminals zum Beispiel, da müssen wir mal hier so ein Approve hinbauen. Halt können nur auf gerader Strecke gebaut werden, ja, ist klar. Dann könnt ihr hier so ein Terminal zusammen friemeln. Dann müsst ihr aber mal gucken, wie das passt. Ich habe das selber noch nicht so ausprobiert. Aber ihr seht es ja selber. Sogar mit einer, also wir können ja nochmal in die andere Richtung bauen. Dass wir das von oben nochmal sehen. Also da machen wir nochmal ein Gate hin. Und dann bauen wir hier mal so ein Terminal-Ding vor. Dann hier nochmal, also da kann man richtig schön jetzt was mit zusammenbasteln. Hier ist noch ein viertes Teil, was wir da bauen können. Also da ist ganz viel möglich jetzt. Dann haben wir, ja, die Luftfahrt habe ich euch ja gerade gezeigt. Dann haben wir noch ganz viele Stationserweiterungen. Für Sachen zu lagern zum Beispiel. Also ich kann die mal hier davor setzen, das geht ja da ganz gut hin. Für Holz, dann haben wir hier für Flüssigwaren, eine Lagerhalle haben wir, hier ist noch eine kleine, eine andere Lagerhalle, Containerstellplätze, ein nochmal für Flüssigkeiten, einen großen Tank, nochmal Container, dann haben wir hier einen Bahnhof, eine Poststation, nochmal ein Bahnhof, der ist jetzt auch schon mehrteilig ausbaubar hier, also da könnt ihr ganz viel mit rumfummeln und tun. Dann haben wir U-Bahn-Stationen, zwei verschiedene. Dann können wir nochmal in die Fabriken reingucken. Ja, dazu muss ich aber einmal den Spieler wechseln natürlich. Sonst wird das nichts. Steuerung Player, einmal in die öffentliche Hand. Dann gehen wir in den Karteneditor. Da sind ja die Fabriken eher das Interessante. Wir haben hier jetzt Holzfäller, ein Autohaus gibt es. Da haben wir Autoteilefabrik, eine Banknotendruckerei, Brauereien. Also das sind ganz viele Sachen, die hier jetzt mit dabei sind. Aber wie gesagt, da möchte ich euch gerne mit überraschen, dass ihr euch das dann selber anguckt, wenn ihr in das Spiel startet. Ich werde auch nochmal versuchen, mit für euch zusammen hier nach Möglichkeit mal die optimalen Einstellungen für die Klimazonen
herauszufinden. Da frage werde ich den Lehrteam nochmal ansprechen, dass wir uns dort nochmal Gedanken machen, weil die Tropen momentan mit der Wüste und mit dem Mediterran noch so ein bisschen kollidieren und dadurch die Landschaften ziemlich blöd zu gestalten sind. Also ich habe gestern ewig gebraucht, bis ich eine spielbare Karte zusammen hatte. Aber die hier wäre jetzt zum Beispiel, das wäre eine sehr schön spielbare Karte. Und wie gesagt, ihr dürft euch auf ganz viel freuen und ich hoffe, dass ich euch mit dem Video einen kleinen Vorgeschmack geben konnte. Und ja, wenn ihr denn mehr sehen wollt, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Und auch an der Stelle, das habe ich ja vorhin schon in dem zweiten Simutrans-Video gemacht oder in dem zweiten Gameplay-Video, wünsche ich euch allen natürlich jetzt eine frohe und gesegnete Weihnacht. Lasst euch reich beschenken und wir hören uns dann hoffentlich in Weihnachten oder während Weihnachten noch einmal mit einer Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, Liebe und viel Spaß, ne? Sauft nicht zu doll. Und von mir wie immer ein gepflegtes Reingehauen auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal mit Simutrans. Ciao, ciao.